Ja, Verzeihung, ich wollte das Video eigentlich anders anfangen, aber ich wollte mich ein kleines bisschen irgendwie in die Gedanken der Mitarbeiter von Scannavo hineinversetzen, der Firma, die für sämtliche Steelbook-Veröffentlichungen verantwortlich ist, das großartige, ich glaube schwedische Unternehmen, das diese großartige Verpackung herstellt und die mehr oder weniger tagtäglich mit neuen Aufträgen aus der ganzen Welt versorgt wird und wo man wahrscheinlich sagen kann, zu sagen, dort fließt Geld wie Wasser in der Donau, ist noch eine klitzekleine Untertreibung. Aber es sei ihnen gegönnt, weil Steelbooks sind auch im Jahr 2018 eine meiner absoluten Lieblingsverpackungen gewesen und bringen großartiges Material für großartige Releases. Auch da war es für mich dieses Jahr wiederum schwer, eine Top 10 Liste zusammenstellen und meine persönlichen Nominierungen auf nur 10 Stück zu beschränken. Deswegen gibt es jetzt tatsächlich eine Top 20 Liste mit zahlreichen Blu-ray Steelbook Veröffentlichungen aus dem deutschsprachigen beziehungsweise auch aus dem nicht deutschsprachigen Raum. Bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu meinen Platzierungen sagt und vor allem freue ich mich schon drauf, dann am Ende der Liste eure persönlichen Lieblings-Steelbooks des vergangenen Jahres zu lesen beziehungsweise ja, dann quasi interpretiert zu hören. Falls ihr euch durch die Playlist mit meinen Platzierungen klicken wollt, die findet ihr entweder neben oder unter dem Video und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was ihr eben zu meinen Versionen, zu meinen Nominierten sagt, welche eure sind. Und mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, viel Spaß mit der heutigen Top 10-Liste.